und willkommen zurück zu Star Trek Voyager Elite Force bei der virtuellen Voyager. In der letzten Folge haben wir die Berichte von Tuvok zu dem Melsa-Team gelesen und haben die Bibliothek angefangen. Die fremden Technologien sind wir durchgegangen, jetzt sind wir der Geschichte der Föderation gerade dabei und haben beim Vertrag von Kitomea aufgehört. Dann machen wir weiter mit Kontakt mit Q. Ja, da sehen wir ihn, der tolle Q. Q sind Wesen, die nahezu gottgleich und allmächtig sind und doch auf der anderen Seite äußerst kindlich, verspielt und ungeduldig wirken. Der erste Kontakt mit einem Q machte die USS Enterprise im Jahre 2364 auf ihrer ersten Mission. Q inszenierte ein Scheingerichtsdrama, bei dem er die Schiffsbesatzung beschuldigte, schrecklich wild zu sein. Und dass sie daher nicht mehr durch den Weltraum reisen dürfe. Seit dieser Zeit kam es immer wieder zu Kontakten mit Föderationsschiffen. Ja, Q macht sich einen Spaß daraus, die Föderation ein bisschen zu ärgern. Und, das nächste Jahrhundert. Muss die Enterprise auf seinen Sohn aufpassen. Und irgendwie will sein Sohn nicht auf ihn hören und die Enterprise soll ihn Manieren beibringen. Weil er es selbst nicht so wirklich kann. Das ist dann. Also die Q-Sachen sind immer sehr unterhaltsam. Und ist wahrscheinlich einer der lustigsten, aber auch gefährlichsten Gegner, weil Q kann man nicht so wirklich mit Waffen, weil wie gesagt gottgleich und so allmächtig, den kann man nicht so wirklich mit Waffen besiegen, den muss man mit Geschick besiegen. Und das ist dann schon immer interessanter, die Folgen gewesen. Weil, ne, außer jetzt die eine Folge und die meisten Folgen hat Q immer was Böswilliges mit der Enterprise oder Voyager. Ich weiß, dass aber der Voyager auch auftaucht vor, deswegen, Kontakt mit den Borg. Zum ersten Kontakt mit der heute als Borg bekannten kybernetischen Rasse kam es im Jahr 2365, als ein Mitglied des Q-Continuums der US Enterprise D unmittelbar ins System J25 mehr als 70.000 Lichtjahre außerhalb des Föderationsraums transportierte. Sie traf auf ein gewaltiges Borg-Schiff, das versuchte, die Enterprise mitsamt ihrer Besatzung zu assimilieren. Die Einheit der Borg waren derart stark, dass der Captain der Enterprise Q anrufen musste, damit er das Schiff in den Föderationsraum zurückbrachte. Müsste in der Folge von das nächste Jahrhundert gewesen sein. Wie gesagt, das sind so die Sachen, die Q machen würde. Er schickt die einfach nur um zu sehen, ob das Föderationsschiff oder beziehungsweise halt Picard und die Enterprise oder jegliches andere Föderationsschiff sich aus einer Lage rausretten kann, tut er sich in irgendwelche Lagen rein. So passiert halt ein Kontakt mit der Borg. Und was ich noch sagen möchte, weil ein Mitglied des Q-Kontinuums, es ist nicht immer der gleiche Q, soweit ich weiß, der dort in der Serie auftaucht. Aber die Rasse, die als Q bekannt ist, ist eine sehr komische Rasse, weil alle sehen gleich aus. Alle sehen so aus. Also, es wird immer der gleiche Schauspieler benutzt für Q. Das ist halt der, den sie hier reingetan haben. Schlacht von Wolf 359. Wolf 359 mit seiner Entfernung von nur 7,8 Lichtjahren von der Erde war die Stätte einer schrecklichen Schlacht zwischen der Föderation und einem Borg-Kubus. Das Resultat war der Verlust von 11.000 Menschenleben sowie 39 Föderationsschiffen. Das Borg-Schiff konnte schließlich zerstört werden, da es der Besatzung der USS Enterprise dir gelang, den Befehl zur Selbstzerstörung in das Borg-Kollektiv einzuspeisen. Ja. Die USS Voyager, die kennen wir ganz gut. Mit ihrem Stapellauf im Jahr 2371 und dem Bioneutralnetz-Computersystem ist die USS Voyager das bis heute fortschrittlichste Föderationsschiff. Leider verlor man die Voyager in den
Badlands und hielt sie nach ihrem Start für zerstört. Im Jahre 2374 erfuhr die Sternflotte von einem Wesen namens Fürsorger, dass die Voyager in den Delta-Quadranten transportiert worden war. Seitdem werden Bemühungen unternommen, die Voyager und ihre Besatzung zurück nach Hause zu bringen. Die Transwarp-Schwelle. Im Jahre 2372 gelang es Tom Paris, Steueroffizier der USS Voyager, als erster Menschen die Transwarp-Schwelle zu durchbrechen und auf Warp 10 zu beschleunigen. Man musste jedoch feststellen, dass dies nachteilige Effekte auf Lebenswesen hatten. Purpose Transwarp-Flug beschleunigte den Entwicklungsprozess seiner Zell-DNA und er mutierte zu einem amphibischen Wesen, der Voyager gelang es aber. Also des medizinischen holographischen Doktors gelang. Der Voyager gelang es aber, die Mutation umzukehren und Paris' Zustand wieder zu normalisieren. MHN ist die Abkürzung für den Doktor. Medical Holographic, das medizinisch-holographische Notprogramm. So. Das ist halt die deutsche Abkürzung. Und Seven of Nine. Aufgrund der Allianz zwischen den USS Voyager und der Borg sollte eine weibliche Borg, Seven of Nine, der Voyager, bei der Entwicklung einer Waffe gegen Spezies 8472 helfen. Während einer Konfrontation mit Spezies 8472 wurde Seven of Nine Kubus samt seiner Besatzung zerstört, sodass sie auf der Voyager zurückbleiben musste. Seven of Nine passt sich zunächst nicht wieder der menschlichen Gesellschaft an, doch mit der Hilfe der Besatzung der Voyager gelang ihr schließlich dieser komplizierte Prozess. Ja, und das ist eine sehr runtergetriebene, also sehr grobe Zusammenfassung der Doppelfolge Skorpion und halt den der Folge, also die Folgen danach. Ja. Damit sind wir mit Geschichte der Vereinigten Föderation durch und gehen zur Sternenzyklopädie. Ja, wo fängt man da an? Natürlich beim Urknall. Man nimmt heute an, dass das Universum durch eine gewaltige Explosion vor ungefähr 15 Milliarden Jahren entstand, als nur reine Energie auf einem winzigen, kleinen und heißen komprimierten Fleck existierte. Während der ersten Millionstel Sekunde der Explosion wurde fast die gesamte Energie in Materie umgewandelt, feste, flüssige und gasförmige. Man nimmt an, dass sich das Universum eines Tages wieder zusammenzieht, wenn es ausgeweitet und völlig abgekühlt ist, und dass sich dann ein weiterer Urknall ereignet. Und wie gesagt, ne, das ist jetzt nicht fiktiv ausgedacht, der Urknall-Sektion, das nimmt man wirklich an, dass das Universum sich bis zu einem bestimmten Punkt so weit ausweitet, dass es sich ausweitet, bis es völlig abgekühlt ist, und dann zieht es sich wieder zusammen. Und wenn es an dem Punkt ist, wo es ganz zusammengezogen ist, passiert wieder ein Urknall und die ganze Sache wiederholt sich. Man kann natürlich davon auch ausgehen, dass vielleicht vor diesem Urknall es schon ein Universum so ähnlich wie unseres gab, wo das gleiche passiert ist, aber das kann man nicht zu 100% sagen. Das ist unmöglich. Aber man kann halt, zumindest einen Urknall kann man wissenschaftlich irgendwie belegen. Ein schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch ist gewöhnlich ein kollabierter Stern, bei dem gewaltige Mengen Materie auf kleinsten Raum komprimiert werden. Die Schwerkraft eines schwarzen Lochs ist derart stark, dass ihr nichts, nicht einmal das Licht entkommen kann. In der normalen Größe hat es die Größe eines Sterns, aber die Masse von mehreren Sonnen. Extrem große schwarze Löcher findet man im Inneren der Galaxie mit einer Masse von Millionen von Sternen. Ein besonders kleines schwarzes Loch wird auch als Quantensignal Singularität bezeichnet. Ja. Schwarzes Loch ist sehr interessant. Drake-Gleichung. Diese Gleichung wurde von Dr. Frank Drake im Jahr 1961 formuliert, als er am Nationalen Observatorium in Greenbank, West Virginia beschäftigt war. Sie sollte die Zahl der Planeten schätzen, die technologisch
in der Lage sind, über interstellaren Raum miteinander zu kommunizieren. Mit Hilfe der Drake-Gleichung erreichte man, dass es allein zu der in der Milchstraße bereits 10.000 kommunikative Zivilisationen geben müsste. N, Zahl kommunikationsfähiger Zivilisation. R, Sternchen, die Bildungsrate geeigneter Sterne. FP, Anteil von Sternen mit Planeten. NE, Zahl erdähnlicher Welten pro Planetsystem. FL, Anteil der erdähnlichen Planeten, auf denen sich Leben entwickelt. FI, Anteil von Orten, an denen sich durch auch Intelligenz entwickelt. FC, Anteil kommunikativer Planeten. L, Lebenszeit kommunizierender Zivilisation. Ja, also, es werden ja immer wieder erdähnliche Planeten gefunden. Bei der Erde ist es ja so, dass wir durch bestimmte Evolutionsschritte uns von anderen Tieren getrennt haben. Aber allgemein sind wir ja der einzige Planet in unserem Sonnensystem, wo es Leben gibt. Und in der Gleichung wird halt nicht nur Anzahl von erdähnlichen Planeten pro System, Sonnensystem, man geht dann halt immer weiter. Wie viele von diesen Planeten haben Leben? Wie viele von diesen Planeten haben Orte? Intelligenzen. Wie viele von diesen Orten haben Intelligenz? Und wie viele von diesen intelligenten Orten haben Kommunikation? Und das sind eigentlich all die Voraussetzungen, um ein menschenähnliches Volk zu finden. Die halbwegs so weit entwickelt sind wie wir. Zwergsterne. Während man den Stern, um den die Erde kreist, als normal ansieht, bezeichnet man alle Sterne, die kleiner als die Sonne sind, als Zwerge. Weiße Zwerge sind alt, bald aussterbende Sterne. Braune Zwerge werden auch als fehlerhafte Sterne bezeichnet, da sie nicht die Größe wirklicher Sterne erreicht haben. Der Weltraum ist hauptsächlich mit roten Zwergsternen besiedelt, doch diese scheinen so schwach, dass man nur weniger mit dem bloßen Auge erkennen kann. Die Temperatur eines roten Zwerges ist deutlich geringer als die der Sonne. Ja, das sehen wir. Ich weiß es nicht hier, die roten Punkte sind, glaube ich, die roten Zwergsterne. Und die blauen sind die alten. Die richtigen Zwerge. Die alten, bald aussterbende Sterne. Ich glaube, die. Ich weiß nicht, ob die, wenn, ich glaube, soweit ich weiß, aber bitte nagelt mich nicht fest, wie Jesus, wenn ein Zwergstern stirbt, dann, passiert etwas, was wir später noch hier auch noch, durchlesen werden, ich glaube, dann passiert eine Supernova, also so Supernova-ähnliches, der Stern explodiert quasi. Gehe ich davon aus. Ich weiß, dass es bei Sonnen so sind, und Sonnen sind ja Riesensterne. Beziehungsweise halt an sich normale Sterne, aber alles hier, was hier so leicht ist, sind Sonnen. Galaxien. Eine Galaxie ist eine eigenständige Sternengruppe im Weltraum. Die kleinsten Galaxien umfassen nur ein paar Millionen Sterne und sind dabei nur tausende Lichtjahre groß. Die größten umfassen Millionen von Sternen und strecken sich über Hunderttausende von Lichtjahren. Man schätzt, dass es 100 Millionen Galaxien in unserem Universum gibt. Ja. Riesensterne. Während Riesensterne normalerweise nicht mehr als die zehnfache Masse der Sonne haben, können sie dennoch über ihre hundertfachen Durchmesser verfügen. Supersterne sind extrem selten, doch sie können viele hunderte Male größeren Durchmesser als den der Sonne haben. Man nimmt an, dass sich die Sonne zu einem roten Riesen wandeln wird, bevor sie zu einem Zwerg- oder Neutronenstern kollabiert. Ja, also. Ich weiß nicht, wie das mit heutzutage aussieht. Aber ich glaube, das stimmt heutzutage immer noch so. Irgendwann sagt man ja, es wird immer so viel wärmer und so, die Sonne wird immer wärmer. Und ab irgendeinem Punkt ist sie halt so warm, dass sie zu einem roten Riesen wird.
Dann leuchtet sie nicht mehr so gelb, sondern rötlich. So, aber ab dem Zeitpunkt kühlt sie sich dann immer weiter runter und wird dann irgendwann so ein Zwergstern. Bis sie dann in sich zusammenfällt. Also bei normalen Sonnen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei unserer Sonne so ist. Aber bei normalen Sonnen ist das halt so. Lichtjahr. Ein gutes Bild für Lichtjahr. Ja gut, kann man schlecht darstellen. Aufgrund der Größe des Weltraums misst man Entfernungen in Lichtjahren. Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die Licht innerhalb eines Jahres zurücklegt. Bei einer Lichtgeschwindigkeit von 299.458 Kilometern pro Sekunde ist ein Lichtjahr ungefähr 9,5 Billionen Kilometer lang. Puh. Die Milchstraße. Die Galaxie Milchstraße ist die Heimat der Vereinigten Föderation der Planeten, sowie viele anderen interstellaren Allianzen. Sie umfasst mehr als 200 Millionen Sterne, ist 1000 Lichtjahre lang und 100.000 Lichtjahre lang und 1000 Lichtjahre breit. Das Zentrum der Galaxie generiert eine Hitze, die der von 80 Millionen Sonnen entspricht, obwohl es nicht größer als die Umlaufbahn des Jupiters um die Sonne ist. Diese an Bord der Dreadnought. Halt mal die Mund. Ja, das ist die Milchstraße. Bin ich irgendwie. Achso, weil das der Fall weg ist und dann war ich hier auf zurück und hab damit zu viel drauf. Ja. Nebel. Ein Nebel ist eine riesige Wolke aus Staub und Gas im All. Schließlich wird die Materie in der Wolke in Brocken gedrückt, aus denen sich Sterne und Planeten entwickeln. Dunkelnebel sind Wolken aus feinstem Staub und hellem Nebel bestehen aus leuchtendem Gas. Also quasi. Glaubst du, so ähnlich ist dann Jupiter und so entstanden? Wie Gasplaneten in unserem Sonnensystem? Planeten. Planeten sind große kugelförmige Körper, die um Sterne kreisen und selber kein Licht abgeben. Die Föderation verwendet ein Buchstabensystem zur Klassifizierung der Planeten. Der Buchstabe M bezeichnet eine Welt, die ideal für die Entstehung von Leben geeignet ist. Je weiter entfernt der Buchstabe von M ist, desto unwahrscheinlicher ist auf dem Planeten Leben möglich. Klasse D, kleiner Felsenplanet oder Planetoid. Ich glaube, das müsste dann so ein Pluto sein. Klasse H, trockene Oberfläche, manchmal unbewohnbar. Klasse J, ein Gasriese mit einer turbulenten Atmosphäre. Ich glaube, das müsste Jupiter zusprechen. Klasse K, auf Jupiter soll es ja irgendwie einen Haufen von Tornados und Gewittern und so geben. So. Also das, was wir so als solches bezeichnen würden. Klasse K, während das Gravitationsfeld der Klasse M Standard zuzurechnen ist, benötigt dieser Planet lebenserhaltende Druckkuppeln. Das müsste Mars sein. Mars müsste Klasse K sein. Klasse L, kleiner Felsenplaneten mit einer Argon-Sauerstoff-Atmosphäre. Okay, das ist dann wahrscheinlich noch ein Planeten näher dran. Weil ich glaube, Mars müsste Klasse K sein, weil der Mars hat keine Atmosphäre. Es wird davon ausgegangen, dass der Mars mal eine Atmosphäre hatte, aber diese nicht mehr besitzt. Gerade er zu weit von der Sonne weg ist. Klasse M, kleiner Felsplanet mit einer Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre, am besten geeignet für die Bildung organisches Leben. Quasare. Quasare sind extrem helle und weit entfernte Objekte. Analysen im 20. Jahrhundert haben ergeben, dass Quasare keinesfalls einfache Sterne sind, sondern vielmehr aus dem abgegebenen Licht von Materie bestehen, die beim Eintritt in gewaltige schwarze Löcher im Zentrum aktiver Galaxien überhitzt werden. Wurden. Okay. Quantensingularität. So.
Als besonders kleines schwarzes Loch wird eine Quantensingularität von einem überwältigenden Ereignishorizont umgeben. Sie hat sich bereits mehrfach als Navigationshindernis für Föderationsschiffe erwiesen. Es wird berichtet, dass die Romulaner eine Quantensingularität als Energiequelle für die Warp-Antrieb, für die Warp-Antrieb ihrer Schiffe benutzt. Interessant. Sterne. Ein Stern ist ein Ball heißen Gases, der aus seinem Inneren durch eine Nuklearfusion erhitzt wird, bei der Wasserstoff in Helium umgewandelt wird. Da hierbei Energie freigesetzt wird, verliert der Stern an Masse. Die Sonne zum Beispiel jede Sekunde 4 Millionen Tonnen. Sterne variieren sehr stark in ihren Temperaturen und Größen. Manche sind mehrere tausendmal so groß wie die Erde, während andere deutlich kleiner sind. Sterne werden anhand ihrer Hitze und Größe klassifiziert. Rot bedeutet kühl, gelb bedeutet normal, blau bedeutet heiß. Ein Zwerg ist ein kleinerer Stern als die Sonne der Erde. Die Sonne der Erde verfügt über eine durchschnittliche Größe. Ein Riese kann bis zu 10-mal größer als die Sonne sein. Sterne, die mehr als 10-mal größer als die Sonne sind, nennt man Supersterne. Ja. Supernova. Supersterne beenden ihre Existenz in einer gewaltigen Explosion, die auch als Supernova bezeichnet wird. Bei dieser leuchtet der Stern heller als eine Milliarde Sonnen. Nach einer Supernova können die Überreste des Sterns zu einer heißen Kugel schrumpfen, die Neutronenstern genannt wird, oder in sich selbst zusammenfallen und zu einem schwarzen Loch werden. Ja, also entweder entsteht ein neuer Stern als Neutronenstern oder es entsteht ein schwarzes Loch durch eine Supernova. Also jedes schwarze Loch ist ein Superstern gewesen. Also man geht davon aus, dass dieses schwarze Loch so entstanden ist durch einen Superstern, der Supernova gemacht hat. Zeitspalte. Eine Zeitspalte ist ein systematischer Riss in Raum und Zeit, durch den ein Zugriff auf eine parallele Zeitachse geschaffen wird. Wenn es bisher auch nur theoretisiert wurde, so ist doch denkbar, dass aus hochenergetischer Interaktion eine sogenannte Kerr-Schleife aus Superstring-Materie erzeugt werden könnte. Etwa aus dem eigenen Ausstoß von mehreren explodierenden Protonentorpedos. Und zu guter Letzt das Universum. Das Universum entstand durch den Urknall und wird eines Tages in sich selbst komprimiert, bis es zu einem weiteren Urknall kommt. Man nimmt an, dass sich dieser Prozess beliebig oft wiederholen wird. Das Universum ist ungefähr 15 Milliarden Jahre alt und hat eine Durchschnittstemperatur von ungefähr minus 273 Grad Celsius. Die Föderation hat erst einen winzig kleinen Teil des Universums erkundet, doch man geht davon aus, dass es mehr als 100 Milliarden Galaxien und mehr als 1000 Trillionen Sterne umfasst. Ja, Waffen. Da kriegen wir nochmal Wissenswertes über all die Waffen, die wir im Spiel hatten. Phaser. Phaser ist die Abkürzung für Phasenenergie-Rektifikation. Diese Waffe, die auch als Phaser-Pistole bezeichnet wird, ist die Standardausrüstung aller Außenteams und des Sicherheitspersonals. Es gibt 16 verschiedene Stärkeneinstellungen, die von Betäubung bis hin zu völliger Zerstörung reichen. Das haben wir auch gesehen. Also die völlige Zerstörung. Ne? Kompressionsgewehr. Diese Waffe wird auch als Typ 3 Phaser bezeichnet. Da sie sehr schussstark ist, wird sie nur sehr selten auf Außenmissionen eingesetzt. Nur Mitgliedern des Sicherheitsteams oder eines Außenteams werden in besonderen gefährlichen Situationen mit einem Phasergewehr ausgerüstet. Unendlichkeitsmodulator. Der Unendlichkeitsmodulator ist eine Kombination aus Technik der Föderation und der Borg. Der U-Mod wurde von 7 of 9 entwickelt und kann äußerst schnell die Frequenz seiner Energiestrahlen wechseln, wodurch ihn die Borg-Schilde nicht adaptieren können. Wenn er sich auch leicht überhitzt, ist er dennoch die einzige Waffe, die dauerhaft effektiv gegen die Borg eingesetzt werden kann. Das Scavenger-Gewehr. Diese Waffe stellt eine Kombination der Technik der Klingonen, Huronen, Malonen und der Föderation dar. Sie feuert schnelle Stöße von Protonen ab, kann auch einen einzigen Treffer eines Antiprotonenstrahls keinen wirklichen Schaden erzeugen. Feuert das Scavenger-Gewehr jedoch schnell genug, um verheerende Wirkungen zu erzielen. Okay. Gut. Aber hier hören wir dann wieder auf.
Nächste Folge beenden wir dann die Bibliothek. Haben ja nicht mehr so viel. Und dann schauen wir mal weiter, wo wir durch die virtuelle Voyager gehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.